Score YouTube Sports. Grüße euch. Kurze Information. Ach, ihr merkt mir im Moment gerade ist wenig Content auf meinem Kanal. Und ja, ich hatte auch zum geplanten Samstag keinen Vlog, aber da fahre ich die Woche vor. Also zwei, drei Tage zuvor, so mitten in der Woche, einen Vlog rausgehauen. Ja, so. Ja, das ist jetzt mal so ein Informationsvideo. Das gibt es auf diesem Kanal. Und ja, im Moment ich bin so ein bisschen gerade wieder so eine Down-Phase. Ich denke, das ist ein Kack, ey. Ich habe eigentlich so viel Bock, diese ich habe noch ein paar Spiele, wo ich denke, ich bin so geil mit euch, die Spiele einfach so, weil ich Lust dran habe. Und aber im Moment so, ich denke, Alter, du willst nicht wieder nur die scheiß Zeit für vom Computer sitzen, aufnehmen und rendern, wegschmeißen. Ja, das kann es doch nicht sein, das ist nicht das Leben. Wenn ich sehe, dass andere Leute noch arbeiten, zum Beispiel The Crow, ja, der arbeitet noch nebenbei und kriegt es dann aber noch irgendwie da so hin, dass der auf seine fast 800 Abonnenten ist. Aber ich denke, wie machen die Leute das? Und ich gucke schon, dass ich jedem Kommentare da lasse, Daumen nach oben. Und ich bin zwar nicht immer der, immer großartig postet, weil ich denke, warum jedes Mal posten? Immer das Gleiche. So, die Leute, die kennen das schon, gucken sich eh nicht an, die interessieren es nicht. Ja? Und ich denke, Alter, was für Plinsen, was für Spacks, Alter. Außer die Leute, die mich abonniert haben, die Leute, die ich nicht kenne, die gucken halt, ach ja, das hättest du besser machen. Oder dann, ich denke, toll, inwiefern hätte ich es besser machen können, weißt du? Oder das sind solche Feedbacks, ich denke, ach, die werden sofort gelöscht von mir. Das ist, tut mir leid, also da könnt ihr euch diese Muckelucken-Sprache sonst wohin stecken. Ja, also ein ordentliches Feedback hilft meistens den Leuten weiter, weil ihr den Punkt ehrlich sagt, was wie und wo. Und dann solltet ihr einfach mal euren Egoismus hier oben aufstellen, weil da gibt es genug von, da brauchen wir nicht noch eure Scheiße dabei. Ja, einfach den Leuten zu helfen, was sie besser machen können. Ja, nee, wenn ich dir den besten Tipp gebe, da läuft das bei denen auf einmal besser als bei mir. I'm sorry. Ihr müsst doch mal von der Seite sehen, wo Potenzial ist, sollte man das auch unterstützen. Ja. Ja, wir haben mal dicken hier, ne, Frodo? Der will mal noch spielen. Spielen, spielen, spielen. Ja. Ja, ich gucke, dass ich jetzt gleich hier wieder diese Woche ein Vlog zusammen kriege. Und ja, Dead by Daylight habe ich auf jeden Fall immer am Start, frisch. Also ich werde nicht vorproduzieren, was das betrifft. Weil das mache ich immer, damit das nicht hinter nach und nach und dann habe ich mal eine geile Folge, die sich zwischendurch ergeben hat, die möchte ich da draus kloppen, weil, ja, genau jetzt habe ich Bock, diese Folge rauszuhauen und nicht erst dann irgendwann später, aber ich so, nee. Wolf, Frodo? Ja? Ich liebe den Dicken. Irgendwann soll er mal eine zweite Katze dabei, damit er was zum Spielen hat. Das Mäuschen. Ja, achso, meine Gaming-Ecke. Da kommt noch ein Video. Und ich hatte euch versprochen, dass da noch ein Video machen werde über die Spiele, die ich habe. Ihr werdet mal auf meinem Vlog-Kanal. Ist oben, wenn das klappt, oben verlinkt in meinem Ausrufezeichen. Ansonsten unten in der Videobeschreibung findet ihr das definitiv. Also einfach mal abchecken. Lohnt sich vorbeizuschauen, weil es sind Vlogs, die nicht mehr so, wie ich sie jetzt hier auf meinem Kanal gebracht habe, sondern anders, mit Musikunterstützung, etwas anders. Ich bin noch nicht ganz frisch damit, war nur ein bisschen dran zu arbeiten, das ein oder andere zu ändern. Deswegen seid mir nicht böse, das ein oder andere nicht ganz und noch nicht so funktioniert und hier und da. Das ist echt, ich hatte beim letzten Mal für die Dinner Time alleine mit Sven. Das ist echt mit, was war das? Ich komme nicht drauf. Egal, mit Knödel. Auf jeden Fall fast eine Stunde Videomaterial, ja, und habe das alles runter. Ich hatte die Kamera irgendwo mal eine Seite gelegt und laufen lassen, wie ich dann immer nur nicht her und schneiden und so. Das, boah, man weiß dann nie, was man da sonst zwischendurch so von Material kriegt. So, ein bisschen was wegschneiden musste man, weil das einfach zu viel war. Das andere Sachen habe ich dann etwas verkürzt oder kleiner gemacht, länger gemacht, um diese Situation besser rüberkommen zu lassen. Und ja, dann, ich meine, man muss heutzutage echt viel Material sammeln, damit man da, ja, was wollte ich jetzt sagen, das richtige
Content, dass man gescheites Material für ein Video zusammenkriegt. So, jetzt habe ich Deutsch schwer heute. Boah, ey. So, damit das nicht so lang wird, ich hoffe, ihr wisst Bescheid. Lasst mich doch einfach mal unten in den Kommentaren wissen, wie ihr das so seht, ob ihr schon mal Feed, Blackout hattet. Ja, und wie ihr damit umgegangen seid und wie euch, was euch wieder motiviert hat, weiterzumachen. Und ich würde mich mal darüber freuen. Also, ne, das war euer Virus informiert. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao mit V.